Willkommen zurück im weltgrößten Schlafzimmer von Welt. Auf dieser Welt, die so weltisch groß ist hier, dass ein Schlafzimmer hier gerade reingepasst hat. Ne, wir sind wieder im Turm von unserem kleinen Berghäuselein, wo immer noch... Verdammt, ich erinnere mich. Olle Creeper hat uns hier den Boden weggesenzt. Ungeil, total ungeil. Ich habe leider nicht das richtige Holz dabei. Hier muss Birke hin, soweit ich weiß. Birkenholz. Und hier haben wir hinten weiter gedaddelt, weiter gebastelt, gebaut gehabt. An diesem kleinen, kleinen, dezenten Bauwerk. Spontan hatte ich gerade den Einfall oder die Erinnerung eigentlich vielmehr, dass ich da oben ja noch so ein spitzes Dach drauf machen wollte. Mache ich das? Ich könnte es probieren, also so ist nicht. Aber ich denke mal, wenn ich da oben dann stehe, dann ist das aber komplett durcheinander. Das hier hinten, ja. Ich meine, ihr habt geschrieben, dass euch das Haus durchaus, also könnte schlimmer sein, ne? Dass euch das gefällt. Dass man das hier vielleicht auch sogar durchziehen könnte. Mit den Teilen. Ich probiere das, glaube ich, einfach mal aus, bevor ich da alles nochmal komplett abreiße. Ich meine, ich habe ja... Hallo Spinne. Ich habe ja so ein paar Ziegelchen hier nochmal dabei. Kann ich die mal so testweise, ne? Also hier, zack, da kommt weg. Also ich will jetzt nicht die ganze Folge lang hier nur bauen, weil das haben wir die letzten Male schon gemacht. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann machen werde, aber da kriegen wir gleich bestimmt was hin. So, hier ist das so. Vielleicht wäre es ja was. Vielleicht finden wir auch mal die Spinne. Aua! Ist die schon so im Dunkeln, dass die uns angreifen möchte? Dass die hier Randale schieben will? Das Viech, ey. Anscheinend aber auch nur begrenzt. Zack. Und... Kommst du wohl raus? Halt nicht. Hol ich dich halt so. Schon mal essen, das ist ganz sinnvoll. Der Moment der Wahrheit. Es sieht... Hahaha! Oh! Hallo, Dach. Schön, dass du näher kommst. Die Nacht ist noch nicht allzu lange her. Die ganzen Viecher sind noch nicht despawned. Das habe ich gerade gemerkt. Aber wo... Hab ich den übersehen gehabt? Also, konnte man den im Video schon sehen, dass der hier an der Seite war? Falls ja, dann habe ich ihn übersehen. Falls er nicht zu sehen war, dann habe ich ihn auch übersehen. Oder konnte ich ihn gar nicht übersehen haben. Hatte ich gar keine Chance, überhaupt hier ihn zu übersehen. Ist ja auch gemein. Ich meine, Chancen sind immer gut. So, ich brauche noch mehr Zäune. Auch wenn es nur einer ist oder ein Ding hier. Weil zwei brauchen wir. Das kommt auch gerade so hin. Oder war das... Nee, das waren... Wir brauchen drei, aber ich musste halt zweimal zwei machen. So, jetzt habe ich noch einen. Toll. Verschwendung. So. So. Ha, als wäre es so gewollt gewesen. Gefällt mir das jetzt besser so? Ich probiere noch mal was aus. Jetzt wird's abgefahren. Und zwar, dass, na, das hätte da schon eigentlich bleiben können. So. So. Da müsste dann auch noch eine hin. Wobei, dann kann ich... Ich komme da nicht mehr durch. Nein. Mist. Finde ich cooler. Dann da einfach gerade hoch. Dann kann der auch wieder einen zurück. Das ist so das Friemelkram jetzt hier. Ich will das eigentlich gerade gar nicht, aber es ist gerade... Ich weiß nicht, dass ich habe fast den Eindruck, dass das Gebilde bald mal was werden könnte. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die mich hier gerade antreibt, dass es hier doch nochmal zu einem Ende kommt. Wobei ich auch eigentlich nicht will, dass es zu Ende geht. Wir haben so gut zueinander gefunden, dieses Haus und ich. Wenn wir hier nicht mehr regelmäßig hier dran bauen, was machen wir denn noch hier oben? Mal so gesehen. Ne? Falls ihr versteht. Man will ja auch so eine Beziehung am Laufen erhalten. So. Ja. Boah, nee, das war ja genau falsch. Ja. Huiuiui, da darf ich nicht... Muss ich da... Okay. Die Entfernung ist super, genau. Da
Das muss alles weg. Alles wieder. Na. So. Das war Steinziegel. Ich brauche das Zeug hier. Und dann packe ich schon wieder das weg, was ich eigentlich brauche. Und jetzt packe ich das auch wieder hin, was ich eigentlich brauche. Packe das andere weg, was ich gerade gebraucht habe. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt fühlen wir uns hier in Sicherheit. So, ich mache das hier einfach mal alles weg. Ich sammle da unten gleich die ganzen Steine hier ein, die ganzen Ziegel, die ganzen Dachbalken hier. Das Zeug halt. Weil das brauche ich gleich noch, um das oben dann drauf zu pappen. Ich habe dann zwar so ein bisschen leichten, ja, Verschleiß nicht, aber wobei, das war doof. Das in der Mitte hier, das muss nur dahin. Hier müsste im Prinzip einmal so ein komplettes Ding durchgelegt werden. Da habe ich aber auch nicht genug Teile für, denke ich. So, und bevor ich hier tatsächlich jetzt das... Na gut, ich mache das eben schnell hin. Nicht, dass mir hier die ganzen Teile gleich entfernt werden. So, ich falle runter auf der richtigen Seite des Berges und habe jetzt hier alles wieder dabei. Wunderbar. Die wollten abhauen, die Treppen. Ist voll gemein. Die wollen, glaube ich, nicht noch zum dritten Mal abgebaut werden. Deswegen haben die sich gedacht, nö, wir gehen einfach mal so die Treppe runter, einfach mal zu Fuß. Hatten sich was erhofft, aber hat nicht funktioniert. So, selber schuld. Es gibt kein Entkommen. Hier ist die Frage, so reinziehen oder das Ganze... Na gut, es kommt aufs Gleiche raus. Allgemein nur einen runtersetzen, aber es kommt aufs Gleiche raus tatsächlich. Ich muss nur da oben irgendwie drauf kommen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Hier zum Beispiel so. Hüppa. So. Oh. So viel zu meinen Sprungkünsten. Jetzt kann ich hier. Oh, das wird fordernd für mich. Also falls ich mal runterfalle, dann werde ich wahrscheinlich auch unten bleiben, weil da ist eh viel schöner. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wieder hochkomme. Nee. Das ist alles so gewollt. So, hier. Müssen im Prinzip Steine davon rein, aber ich schummel mal eben so ein bisschen. Da kommt dann nachher vielleicht, wenn ich dran denke, noch was anderes rein. Das dran denken ist der wichtige Teil dabei. Da auch. Das kann ruhig... Ja, soll das auch so? Nee, es kann ruhig so spitz hier bleiben. Jetzt geht das da und das geht... Okay, das ist alles symmetrisch bisher. Das gefällt mir schon mal. Ich hoffe, es gefällt mir gleich immer noch. Aber warum eigentlich nicht? So und so. So. Okay, dann wieder runter und Momente der Wahrheit abwarten. So, so. Ich muss nicht mal fallen. Krass. Da noch Steine dazwischen. Doch, das ist super. Das ist ganz okay. Können wir so machen. Hier zwischen kann man dann halt entsprechend das noch vollkloppen. Ich weiß, ja, man hätte wahrscheinlich das hier unten sich auch sparen können. Und hier einfach einen höher dann reinsetzen können. Geht allerdings nur, solange ich hier keinen Durchgang oder keinen Bogen oder sowas drin haben will. Ich mache das mal aus Kosteneffizienz hier einfach mal weg. Außerdem sieht es von unten dann auch cooler aus. Kann man hier später noch so eine Holzdecke reinziehen oder so. So, die kommen zu mir. Kommt her, ihr ollen Steine. Ich brauche euch. Ich brauche euch durch. Da ist noch... Oh, der versteckt sich. Der hat sich festgehalten. Der Kerl. So. Wie sieht's hier aus? Genau, das Ding kann er noch weg. Ja, die andere Seite, die mache ich dann später hoffentlich. Oder kann ich hier... Nee, ich kann hier nicht außenrum, ne?
Mist, ich kann die nicht außenrum. Die Erde, ach, pa, ist ja ekelhaft. So, weg damit. Stimmt, ich habe für die andere Seite leider nicht mehr genug Ziegel hier bei mir. Es ist halt sehr schmal hier. Das ist eigentlich überhaupt total sinnfrei, hier oben so einen Gang reinzupacken, wenn man hier überhaupt nicht lang gehen kann. Das heißt, man hätte eventuell von da hinten so einen Durchgang hier drauflegen können, bis ans Ende durch, was eigentlich gar nicht so doof ist. Warum mache ich das dann so? Ich weiß es gerade mal nicht. Vielleicht kann man auch was anderes machen. So. Ich probiere jetzt gerade mal was, ne? Ich weiß, jetzt da fallen gerade Sachen runter. Dann sieht es nicht ganz so groß aus. Und dass man hier drinnen das dann frei lässt, damit man dann Durchgang hat. Sieht halt sehr luftig aus, aber vielleicht auch sehr lustig. Man weiß es ja nicht genau. Das passt aber jetzt schon wieder nicht von der Anzahl. Ach, verdammt. Von der Anzahl der Teile. Dass man hier oben dann halt noch so einen Durchgang hat. Da macht man dann noch hier die halben Teile rein. Dann sieht das nicht ganz so abgenagt aus. Das könnte tatsächlich ganz cool sein. Das ist zu viel Coolness für mich. Da kann ich ja nicht mit umgehen. Das mit der ungeraden Zahl hier oder mit der. Mit der geraden Zahl hier ist es doof. Wenn man es so macht. Ist auch interessant. Dann dahin und dahin und hier dann direkt. So. Da müssen dann halt noch die halben rein. Das sieht auch nicht wirklich anders aus, ne, mit den Teilen da. Ich muss eben gucken, ansonsten muss ich mich eben gerade mal pennen legen. Das sieht irgendwie kaputt aus. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, ich mache da einfach hier die ganzen Teile rein. Oder halt solche Fenster wie bei den anderen Stellen auch. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Halte ich mal für, ne, hier, super. Dass wir da mal was Konsequentes hier durchziehen. Vielleicht auch hier unten sogar. Wobei, das kann sogar so bleiben. Jetzt regnet das auch noch. Das kann sogar so bleiben. Fenster. 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 Und hier kommt durchgeprügelt. So. Dann ist das Dach halt nicht komplett durchgezogen, aber es geht dann irgendwie. Dann kommt das doch wieder hier so hin. Dann war das auf der anderen Seite schon ganz richtig. Habe ich umsonst jetzt weggemacht. Und ich glaube, mittlerweile sind die Sachen da unten despawned, oder? Habe ich jetzt mich zu lange hier oben aufgehalten? Sieht überall verschieden aus. Voll schlimm. Das ist alles nicht sehr konsequent, was ich hier gebaut habe. Aber vielleicht ist ja gerade genau das der Reiz. Ich benenne das einfach mal als Feature und nicht als Mangel. Das ist halt, man darf sich halt freuen, dass nicht alles genau gleich aussieht. Boah, erstmal raus, das sieht nass, ey. Ich bin schon hier die ganzen Schuhe schon durchgenässt. Alle drei, die ich anhab. Voll schlimm. Das quietscht immer so, wenn man läuft. Und direkt nach dem Aufstehen werde ich erstmal nach unten rennen und mir Holz holen und auch weitere Ziegelsteine. Hier brauche ich ja nur, in Anführungsstrichen, nur ein wenig Birkenholz, ne? So drei Stück. Hier, der Aufgang ist immer noch Käse. Das ist Tropenholz, ne? Oder eine Fichte? Fichtrope, irgendwas. Ich nehme einfach mal alles mit. Habe ich hier drin eine Endertruhe? Nein, habe ich da hinten? Da habe ich auch keine. Dachte mir, ich hätte ja hier jetzt ein bisschen global mal irgendwie so ein paar Vorräte anlegen können in die Truhe rein. Das wäre sowieso ganz sinnvoll, dass wir da noch ein paar Sachen uns in die Endertruhe reinlegen, die wir auch an anderen Stellen gut gebrauchen können. Ein paar Baumaterialien, solches Zeug halt. Weil hier ist ja gerade mal nicht wirklich viel drin. Wir haben noch einiges an Platz. Hier, die Werkzeuge sind zwar nett, aber das brauchen wir auch nicht alle. So, die Kohle wird. So viel Kohle braucht auch keiner, so viel zu essen auch nicht. Das ist alles etwas übertrieben hier. So, deswegen, ja, wenn ich denn gerade mal was da habe, wenn ich dran denke, dann machen wir das. Birkenholz 1, 2, 3. Das war Fichtenholz. Da eins. Da eins. So. So.
So, damit die Ordnung hier auch stimmt. Was brauchte ich noch oben? Genau, Steine. Ja, Steine. Nicht solche Steine, aber ich hatte die Hoffnung, dass ich... Ich packe einfach noch mal ein paar weg. Die braucht man ja gerade überhaupt nicht. Nein, die Knochen und sowas, das ist immer dieses komische Zeug, was dann plötzlich uns in die Hand gedrückt wird. Hier, halt mal, ne, hat man dann plötzlich irgend so eine Zombie-Leber in der Hand. Denkt man sich auch, ja, nö. Ach, guck mal, Stärke 2. Ich weiß nicht, was der Unterschied... Oder, nee, das war ja unser Bogen, ne? Was ist Schlag? Was ist da der Unterschied? Ich weiß es nicht. Gut, das wird wieder geordnet hier. Genau, ich habe das jetzt ein bisschen weiter zur Seite gezogen hier. Weil wir nicht mehr so viel Werkzeug brauchen. Dies ist aber, das zerbröselt bald schon. Also ich meine, wir haben damit schon massig Sachen aus der Wand rausgehauen. Aber trotzdem, es entwickelt sich schon etwas, dass man sagen kann, na, irgendwann wird es weniger. Das ist nicht abzustreiten. Ich hau einfach mal alle raus hier. 42 Stück sind es nur geworden. So ein paar davon, ich will nicht alle davon. Verdammt, ich habe jetzt alle zu... Oh. Ich sollte nicht gleichzeitig reden und denken oder machen. Jetzt habe ich überhaupt nichts an Leben mehr. Das gefällt mir jetzt mal spontan überhaupt gar nicht, weil ich hätte gerne noch Leben gehabt, um eine etwas spitzere Spitze zu machen. Nicht so ein Standardzeugs, sondern halt Blöcke. Da brauche ich ganze Blöcke für. Ausnahmsweise mal. Aber ich glaube, ich habe hier noch ein paar so in der Wand, aber die will ich ja jetzt auch nicht rausreißen. Ich gehe erstmal nach oben und werde den anderen restlichen Krempel los, den wir da dabei haben. Auf diesem kleinen Trampelpfad hier oben hin. Der etwas gefährlich ist an der Seite, aber man muss ja auch nicht hier rumalbern. Ne? Das ist, wenn man sich ordentlich benimmt, dann ist man auch nicht in Gefahr. Dann kommt man hier auch locker hoch. Das geht schon. Ja, da muss echt noch was drauf. Das ist so leer. Das ist jetzt so ein stumpfer Stumpf da oben drauf. Ich will hier gerne eine spitze Spitze haben.